Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Okay, ich weiß, dass ich keine Röntgenblicke habe und deswegen nicht einfach in Pakete reinschauen kann. Normalerweise sollte man ja von einem Sammler annehmen, dass er grundsätzlich weiß, was in seinen Paketen drinnen ist. Jetzt mal die Mystery-Pakete von großartigen Zuschauern ausgenommen. Aber es ist ja eben durch dieses IOSS-System und durch die unterschiedliche Abwicklung von Verkäufen von außerhalb der EU zu innerhalb der EU so, dass einige Shops zwar ihre Zollabwicklungen selber machen, andere lassen allerdings Subunternehmen und Partnerfirmen das Ganze für sich übernehmen. Wir hatten ja schon einmal hier in meinem Mystery Unboxing den Fall, dass ich mich etwas gewundert habe, ein Paket von Enterlock zu bekommen, obwohl ich dort nichts bestellt habe, nur um dann herauszufinden, ach so, das ist quasi die Firma hinter dem Shop von Cape Light, kenne ich aus. Genauso wie sich vielleicht einige gewundert haben, wie Kochfilms den eigenen Shop gestartet hat und man plötzlich Bestellbestätigungen von Anime Planet bekommt. Das war offensichtlich damals die Plattform von Anime Planet. Und man hat vergessen, den Absender von den E-Mails auszutauschen. Hat mich auch ganz kurz am Kopf kratzen lassen. Aber hier habe ich jetzt vor mir liegen ein Paket vom G2G-Client. Never freaking heard of them. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das eben diese Firma ist, über die Limited Run Games aus Amerika routet, damit man eben die Zollabwicklung vorher übernehmen kann und damit man beim Empfang von diesem Paket keine Probleme haben, weil das war eben einfach in meinem Postkastel, in dieser gelben Empfangsbox und schaut eigentlich auch halbwegs in Ordnung aus. Deswegen bin ich jetzt einmal gespannt, was dann im Endeffekt wirklich in diesem Paketchen drinnen ist. Dazu nehme ich einmal quasi meine externen Röntgenaugen und sage, Sesam, öffne dich. Und bin echt gespannt, was mich hier erwartet. Das Schöne bei so einem Mystery-Unboxing ist, ich kann einfach 5 Minuten Schwachsinn reden und im Endeffekt ist was komplett anderes in dem Paket. Aber nein, dieses Mal habe ich tatsächlich wieder mal recht gehabt und bekomme einerseits die neue Sammelkarte von Limited Run beziehungsweise ein Spiel auf beziehungsweise über das ich mich persönlich wahnsinnig freue. Screaming Villains hat es sich zuletzt zur Aufgabe gemacht, die guten alten FMV-Games noch zu, was wird das gewesen sein, zu guten alten Sega-Zeiten, Sega CD und so weiter, auf die PlayStation 4 zu holen. Und da hatte ich ja eben einerseits schon den absoluten Klassiker aus dem Genre, natürlich Night Trap, hier im Unboxing und in meiner Sammlung. Es gibt dann natürlich auch noch Corpse Killer. Es gibt dann auch noch einige andere Titel, die eben bis jetzt schon dieses Treatment spendiert bekommen haben. Aber jetzt erscheint eben hier mit Ground Zero Texas ein weiterer Titel aus dieser Reihe, den ich mir dann natürlich ebenfalls, so wie alle anderen auch, in der limitierten Deluxe Edition holen musste. Werde das Ganze allerdings jetzt vorerst, ja natürlich einen kleinen Knick in diese Lasche habe ich eh schon reingemacht, ich Volltilo, damit ich das Ganze hier fachgerecht öffnen kann. Das ist nämlich wirklich, weil die hier nur ein ganz, ganz dünnes Papier verwenden für diese Verpackung. Wobei, nein, ich glaube, so brutal, dass das ich gewesen sein kann, war ich jetzt hier beim Auspacken gar nicht. Das dürfte schon im Verpackungsprozess passiert sein. Nur, ach Gott, ist das umständlich. Warum müssen diese Klicklaschen immer noch verwendet werden? Da gibt es doch wesentlich bessere Möglichkeiten, um die zu vermeiden und um eben zu vermeiden, dass die Dinge, die man dann aus dem Paket rausholt, solche Gebrauchsspuren haben. Und nein, ich akzeptiere OVP-Sammeln jetzt nicht als alternativen Lösungsvorschlag, weil, wie gesagt, ich möchte ja über lange Sicht zumindest dieses Ding auch einmal in meiner PS4 rotieren lassen. Und zumindest jetzt einmal in dem Video, dass wir dann im Sammlungsupdate weniger Zeit brauchen, einmal die einzelnen Bestandteile auspacken. Es gibt hier einerseits eine
Soundtrack-CD, die allerdings leider anders als bei PlayAsia nur in einer von diesen Fetzenhüllen drinnen ist. Es gibt noch ein paar andere Goodies, inklusive einer Nummerntafel aus Metall sogar. Das komplette Game-Script ist mit dabei. Und natürlich dann, last but not least, das Spiel für die PS4 mit einem wirklich absolut großartigen Artwork. Aber die Hülle kommt mir ein bisschen komisch vor, die ist nämlich ein bisschen nach außen gebeult. Schaut ungefähr so aus, als würde dieses Spiel gerade ganz, ganz dringend versuchen, sich irgendwie an Schaß zurückzuhalten. Aber ein Schaß ist da hoffentlich nicht drinnen. Dazu gibt es natürlich dann noch das Original Artwork als Wendecover. Wirklich eine schöne Sache, die uns hier in dieser Hülle und in diesem Spiel erwartet. Wobei man natürlich sagen muss, die Verpackung ist etwas zweifelhaft. Aber es ist tatsächlich so geplant. Es gibt da keine andere Möglichkeit. Damit schaut auch das ein bisschen aus wie einer, der gerade kurz einen Wecker zwickt. Das war beim ersten Auspacken noch ein bisschen komfortabler. Werde ich dann aber nach dem Sammlungsupdate schauen, dass ich das behebe und dann den quasi Urzustand zufriedenstellend herstelle. Ist auf jeden Fall ein cooles Package. Ich mag dieses Artwork extrem und freue mich, weil ich ja natürlich eben aus vielen internationalen Limited Run Games Sammlergruppen in der letzten Zeit immer wieder gehört habe, dass Sendungen und Pakete bei ihnen absolut beschissen verpackt und damit beschädigt ankommen. Ich finde ehrlich gesagt die Menge an Verpackungsmaterial, die wir eben hier für diese Edition bekommen haben, absolut ausreichend. Wie gesagt, auch der Versand in dieser Kiste war, finde ich, vollkommen in Ordnung und vollkommen tipptopp. Kann mich nicht beschweren. Danke an Limited Run Games für diese FMV-Granate.